Ja, als nächsten Einleitungsredner für heute, für den Auftakt, begrüßen wir jetzt Bernd Rieksinger, Vorsitzender der Partei Die Linke, aber auch ehemaliger Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Stuttgart. Und nicht ganz von ungefähr hat die erste Konferenzerneuerung durch Streik in Stuttgart stattgefunden. Und Bernd hat da einen ganz erheblichen Anteil dran. Insofern heute das Thema jenseits des Tarifrituals zur gesellschaftspolitischen Bedeutung von Streiks wird er sicherlich aus beider Seite Perspektiven uns darstellen. Und bitte, Bernd, du hast das Wort. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Anfang, als ich noch ganz frisch Vorsitzender der Linken war, habe ich immer gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann wurde ich darauf hingewiesen, ich muss schon sagen, liebe Genossinnen und Genossen. Aber ich nehme an, ein paar Genossinnen und Genossen sind ja auch dabei, im weitergehenden Sinn. Ich wurde noch gebeten zu sagen, dass hier eine Unterschriftsliste rumgeht zum Erhalt des Klinikums Osnabrücker Land und dass ihr die unterschreiben sollt. Das habe ich hiermit getan. Wichtig. Ja, ich bin ganz begeistert, dass diese zweite Streikkonferenz stattfindet. Habe im Übrigen auch erlebt, dass die Stuttgarter Streikkonferenz unmittelbare Folgen hat auf die Streikkultur auch in anderen Bundesländern. Ich war von Stuttgart nach Berlin gependelt und musste dann dort oder konnte dort erleben, wie die auf einmal im Einzelhandel gestreikt haben wie in Stuttgart und sogar die Streikmethoden noch weiterentwickelt hatten und in Berlin so viele Einzelhandelsstreiks stattgefunden hatten in einem Jahr wie die letzten 10 Jahre zusammen nicht. Und es hat sehr viel mit diesen Erfahrungen zu tun. Also daran können wir auch sehen, wie wichtig die Vernetzung ist und wie wichtig solche Streikkonferenzen sind. Und wir sollten sie in der Tat auch in den Gewerkschaften etablieren. Aber das Thema meiner Rede heute ist die Frage, welche gesellschaftliche Bedeutung Streiks haben. Es war Karl Marx, der in seiner bekannten Rede Lohn, Preis und Profit nachgewiesen hat, dass das Kapital zur Überausbeutung und Zerstörung der Arbeitskraft tendiert. Die Arbeiterklasse kann nur durch Organisierung in Gewerkschaften und kollektiver Gegenwehr die Reproduktion, sprich die Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft sichern. Neben dieser banal klingenden, aber heute keinesfalls selbstverständlichen Erkenntnis haben Streiks oder zumindest größere Streikbewegungen immer gesellschaftliche Bedeutung. Insbesondere beim Erkämpfen grundlegender Rechte, damit auch bei der Durchsetzung von mehr Mitbestimmung und Demokratie. Und natürlich haben Streiks eine hohe Bedeutung für das Bewusstsein der Beteiligten, für ihre Organisation als Klasse. Ich verwende auch ganz bewusst diesen Begriff der Klasse, obwohl auch er heute nicht mehr selbstverständlich ist, er ist aber nach wie vor zutreffend. Weil gerade in Arbeitskämpfen wird schonungslos deutlich, dass es um unterschiedliche Interessen von Kapital und Arbeit geht, also um unterschiedliche Klasseninteressen. Somit sind Streiks immer auch Teil eines Emanzipationsprozesses der Akteure. Welchen Charakter Streiks für die gesellschaftliche Entwicklung annehmen, hängt wesentlich von den gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Zeit und den daraus gebildeten Kräfteverhältnissen zwischen Kapital und Arbeit ab. Darin spiegelt es sich wieder, das hat ja auch Hansi Obern dargelegt, ob Streiks zum Beispiel einen offensiven oder defensiven Charakter annehmen, ob sie Kampf um tarifliche oder gesellschaftlichen Fortschritt oder Verteidigung bereits erzielter Standards sind. Sie können Ausdruck der Stärke der Gewerkschaften sein oder ihrer Schwäche. Sie können zur Erneuerung der Gewerkschaftsbewegung führen, wenn sie ihre Organisationskultur verändern oder gar zur Politisierung der Gewerkschaftsarbeit beitragen. Niederlagen, die gibt es auch, wichtiger Streikbewegungen können aber auch zur Schwächung der Gewerkschaften führen, wie wir es zum Beispiel beim Bergarbeiterstreik in England gesehen haben. Nicht geführte Kämpfe und Auseinandersetzungen, das ist aber auch wichtig, können im Übrigen auch zur Schwächung der Gewerkschaftsbewegung beitragen
Und gerade die Nachkriegsgeschichte deutscher Gewerkschaften ist voll von Beispielen leider nicht geführter Streiks und Bewegungen. Wie zum Beispiel das Fehlen einer wirklichen Streikbewegung gegen die Agenda 2010 oder gegen die Austeritätspolitik. Geschichtlich, um das klar zu machen, gibt es zahlreiche Beispiele für die gesellschaftliche Relevanz von Streiks. 1947 und 1948 demonstrierten Hunderttausende gegen die Verschlechterung der Versorgungslage und Streichung der Schwerarbeiterrationen. Es gab eine große Streikwelle im Ruhrgebiet, de facto politische Streiks und Forderungen nach Generalstreik brachten im Übrigen damals die Militärregierung dazu, mit dem Einsatz des Militärs zu drohen. Im November 1948 demonstrierten fast 9 Millionen Arbeiter gegen steigende Preise. Diese Mobilisierungsbereitschaft wurde damals aber nicht für eine politische Offensive zur Wirtschaftsdemokratie oder zur Neuordnung nach 1945 genutzt. Angesichts des aufziehenden Kalten Krieges, der Härte der Alliierten und dem Fehlen einer Strategie der eher auf die SPD orientierten Gewerkschaften verzichteten sie auf das offensive Stellen der Eigentumsfrage und der Infragestellung des Direktionsrechts der Betriebe. Auch politische Forderungen nach Sozialisierung der Schlüsselindustrien und Wirtschaftsdemokratie wurden leider aufgegeben. Stattdessen wurde kampflos hingenommen, dass die Sozialisierungsgesetze in Nordrhein-Westfalen durch die Militärregierung suspendiert wurden. Nachdem von den weitreichenden Neuordnungsvorstellungen nach der faschistischen Terrorherrschaft wie Sozialisierung der Grundstoffindustrie oder weitreichende Wirtschaftsplanung nichts mehr übrig geblieben war, gab es 1950/51 noch eine wichtige Auseinandersetzung um die Mitbestimmung. Nachdem Ludwig Erhard die in der britischen Besatzungszone von der englischen Besatzungsmacht eingeführte paritätische Mitbestimmung in der Eisen- und Stahlindustrie und im Bergbau beseitigen wollten, organisierten die IG Metall und die IG Bergbau Urabstimmungen. Mit überwältigenden Mehrheiten stimmten die Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik um die Sicherung und Ausweitung der Mitbestimmung. Das war die Grundlage für einen Verhandlungskompromiss, aber gleichzeitig verzichteten die Gewerkschaften auf die Ausdehnung der Montanmitbestimmung auf andere Branchen. Am 24.10.1956 begann in Schleswig-Holstein der Streik um die Lohnfortzahlung. Er entwickelte sich bis dato zum längsten Arbeitskampf seit 1905. Mehr als 34.000 Beschäftigte der Metallindustrie erstreikten nach 114 Tagen einen Tarifvertrag, der die Arbeiter bei Krankheit besser absicherte, da nun der Lohn bei Krankheit weitergezahlt wurde. Damit wurde der Grundstein für die tarifvertraglichen und gesetzlichen Regelungen zur Lohnfortzahlung gelegt. Das ist im Übrigen ein Beispiel, wie gesellschaftliche Rechte in einem exemplarischen Tarifkampf durchgesetzt werden konnten. Erwähnt werden muss aber auch, dass in den 90er Jahren unter der Kohl-Regierung ein Angriff auf die Lohnfortzahlung durch die Einführung von Karenztagen geführt wurde. Das Recht auf Lohnfortzahlung war jedoch so hoch besetzt, dass Warnstreiks in Großbetrieben, insbesondere bei Daimler, diesen Angriff vollständig zurückschlagen konnten. Auch im Übrigen ein Beispiel, wie wichtig es ist, soziale Errungenschaften nicht nur zu verteidigen, sondern auch in den Köpfen als verteidigungswert zu besetzen. Ich habe übrigens damals in der Leonberger Bausparkasse gearbeitet und es war bis dato dort der größte Streik mit über 90% Beteiligung von Belegschaften, die traditionell eher nicht so gut gestreikt haben. Im Übrigen die ganze Geschichte um die Lohnfortzahlung ein gutes Beispiel, wie offensive Streikstrategien in defensive umschlagen können, 20 oder 30 oder 40 Jahre später, um das gleiche Thema. Die 60er Jahre waren geprägt durch hohe wirtschaftliche Wachstumsraten und Vollbeschäftigung.
Die Lohnpolitik der Gewerkschaften hinkte jedoch hinter den Möglichkeiten her. Gar nicht so selten fingen die Tarifabschlüsse gerade das ein, was in den Betrieben schon vorher an Lohnerhöhungen bezahlt wurde. Das löste Anfang der 70er Jahre eine Welle von sogenannten wilden Streiks aus. Ohne gewerkschaftlichen Aufruf streikten zahlreiche Belegschaften für eine zweite Lohnrunde in den Betrieben, meistens erfolgreich. Besonders bekannt wurde der Streik bei den Fordwerken in Köln 1973. Es handelte sich dabei um eine Bewegung, die in mehrerer Hinsicht gesellschaftliche Umbrüche deutlich machten. In gewissem Maße wurde der damalige Klassenkompromiss von unten in Frage gestellt. Dazu gehörte auch die Unzufriedenheit mit dem tayloristischen Produktionsmodell, also Bandarbeit, Massenproduktion und den häufig inhumanen Arbeitsbedingungen. Träger der Streiks waren deshalb auch viele migrantische Kolleginnen und junge Arbeiterinnen. Mehr und mehr Frauen traten als entschlossene Streikakteurinnen auf. Das prominenteste Beispiel war der Kampf der Frauen bei Pierburg in Neuss gegen die sogenannten Leichtlohngruppen. In den folgenden Jahren konnten diese Streiks durch die Gewerkschaften wieder eingefangen werden. Die Frage der Arbeitsbedingungen wurden jedoch von der IG Metall angegangen und mündeten in Baden-Württemberg in eine Streikauseinandersetzung um die sogenannten Steinkühlerpausen. Die IG Metall griff die Frage der Arbeitsbedingungen im Herbst 1973 auf und forderte einen Tarifvertrag zur Humanisierung der Arbeitswelt. Im Mittelpunkt standen Erholpausen bei der Fließbandarbeit, den sogenannten Steinkühlerpausen. Franz Steinkühler, für die Jüngeren, war damals Nachfolger des legendären Arbeiterführers Willy Bleicher als Bezirksleiter im streikstärksten IG Metall-Bezirk in Baden-Württemberg. Durchgesetzt wurde eine zusätzliche Erholpause von 5 Minuten je Arbeitsstunde, außerdem der Anspruch auf mindestens 3 Minuten Zeit für persönliche Bedürfnisse pro Arbeitsstunde, das nannte man damals bei uns Pinkelpause. Außerdem wurden erweiterte Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bei der Gruppen Fließband- und Taktarbeit durchgesetzt. Der Arbeitskampf löste auch eine gesellschaftliche Debatte um die Humanisierung der Arbeitswelt aus, die unter anderem von der damaligen sozialliberalen Koalition aufgegriffen wurde. Auch wieder ein Beispiel, 1996 wurde dann diese Pause nur noch auf die Bandarbeiter begrenzt und ist bis heute immer wieder begehrtes Angriffsziel der Kapitalseite mit dem Wunsch oder mit dem Ziel, sie abzuschaffen. Ich glaube, eine weitere Etappe der Arbeitskämpfe war der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung, den man durchaus als Teil eines Kulturkampfes bezeichnen kann. Bereits Mitte, Ende der 70er Jahre war die Aufschwungsphase mit hohen Wachstumsraten und weitgehender Vollbeschäftigung vorbei. Massenarbeitslosigkeit, die scheinbar überwunden war, wurde wieder zur Regel und überstieg erstmals in der Nachkriegsgeschichte die Millionengrenze. Die Produktivitätsentwicklung setzte bei zurückgehenden Wachstumsraten Jahr für Jahr neue Arbeitskräfte frei. Die Gewerkschaften an vorderster Front, die IG Medien, die IG Medien und die IG Metall setzten dagegen den Kampf um die Arbeitszeitverkürzung. Umverteilung der Arbeit auf mehr Hände und Köpfe durch die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich hieß die Devise. Dieses Projekt war von Anfang an mehr als eine klassische tarifliche Auseinandersetzung. Es war einerseits ein arbeitsmarktpolitisches Gegenkonzept, andererseits ein Kampf um die Frage, wer verfügt über die Zeit. Gerade die Ausdehnung selbstverfügter Zeit stößt bekanntlich auf besondere Gegenwehr der Kapitalseite. Deshalb beinhaltete die Auseinandersetzung um die Verfügung über die Zeit durchaus die Elemente eines Kulturkampfes. Es ging dabei um die Neujustierung des Verhältnisses zwischen Arbeit und Leben, auch um emanzipierte Zukunftsentwürfe im Zusammenleben der Geschlechter. Da hieß ein Lied, hieß zum Beispiel 5 Stunden mehr für Liebe und Verkehr. Finde ich ein schönes Lied. Um die
Ja, wir haben in unserem Programm ja auch das Ziel eines lustvollen Sozialismus. Es ging um die Definition von Lebensqualität. Zeitwohlstand brachte auf den Begriff, dass mehr Zeit mehr Lebensqualität bedeutet. Die Kapitalseite war keinesfalls gewillt, klein beizugeben. Sie organisierte eine gesellschaftliche Kampagne gegen die 35-Stunden-Woche, in dessen Mittelpunkt die vermeintliche Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland war. Auch so praktisch ein ständiger Wiedergänger. Keinesfalls war die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei der Mitgliedschaft ein Selbstgänger. Auch die Gewerkschaften mussten die gesellschaftliche Auseinandersetzung annehmen und sowohl in der Mitgliedschaft als auch in der Öffentlichkeit für dieses Projekt werben und mobilisieren. Es war leider bis heute das letzte offensive Gegenprojekt, das einen anderen Pfad der gesellschaftlichen Entwicklung eingeschlagen hat. Allein schon das Logo mit der aufgehenden Sonne bereitete Optimismus in den Betrieben. Die Kapitalseite versuchte die Urabstimmung, insbesondere bei der IG Metall, gegen die Gewerkschaftsführung zu beeinflussen. Dieser Versuch, die Basis gegen die Führung auszuspielen, ist nicht gelungen, hat wahrscheinlich sogar zum gegenteiligen Ergebnis geführt. Der Streik um die 35-Stunden-Woche begann am 14. Mai 1984 im Tarifgebiet Nordwürttemberg, in Hessen eine Woche später. Viele Streiktage wurden zu Streikfesten, auf denen viel gesungen wurde. Tatsächlich bildeten sich um diesen Streik Kulturgruppen, neue Lieder, Theaterstücke, eine neue Streikkultur heraus. Gleichzeitig sollte die IG Metall mit der kalten Aussperrung dem Franke-Erlass bezwungen werden, ohne Erfolg. Nach 6 Wochen Streik setzte die IG Metall nach der IG Medien einen Einstieg in die 35-Stunden-Woche durch. Auch die anderen Gewerkschaften konnten Erfolge an der Arbeitszeitfront erzielen, wenn auch bei weitem bescheidenere, sodass die 35-Stunden-Woche zu keinem Zeitpunkt flächendeckend durchgesetzt werden konnte. Leider konnten oder wollten die Gewerkschaften die Arbeitszeitverkürzung nach dieser Auseinandersetzung nicht mehr auf die Tagesordnung setzen. Anstatt dauerhaft die Frage der Arbeitszeitverkürzung als gesellschaftliches Projekt zu verankern. Obwohl die Arbeitszeitverkürzung nachweislich den Beschäftigungsabbau für eine gewisse Zeit stoppen konnte, wurde die schleichende Arbeitsintensivierung, der Durchmarsch flexibler Produktionskonzepte und die später weiter wachsende Arbeitslosigkeit in den Köpfen der meisten Mitglieder dazu benutzt, zu einer Skepsis in der Arbeitszeitverkürzung zu führen. Die Kapitalverbände nutzten dies, um an vielen Stellen ein Rollback bei der Arbeitszeit durchzusetzen. In vielen Bereichen ist ihnen das übrigens gelungen, wie die wachsende Entgrenzung der Arbeitszeit auf der einen und die strukturelle Unterbeschäftigung auf der anderen Seite deutlich machen. Auch liegt in Deutschland die tatsächliche Arbeitszeit über 40 Stunden und ist häufig von der tariflich vereinbarten Arbeitszeit entkoppelt. Aus meiner Sicht war es ein Fehler der deutschen Gewerkschaftsbewegung, das Projekt Arbeitszeitverkürzung auf Eis zu legen. Dadurch wurde es dem Kapital leicht gemacht, durch zum Teil neue Formen der Arbeitsorganisation, durch flexible Arbeitszeitsysteme, durch die Zerfaserung der Zeitstrukturen, durch Methoden der indirekten Arbeitssteuerung in vielen Bereichen ein arbeitszeitpolitisches Rückwärts durchzusetzen und dazu noch die Auseinandersetzung über die Arbeitszeit zu individualisieren. Wir werden jedoch sehen, dass mit der Ausdehnung der prekären Arbeit auf der einen und Entgrenzung der Arbeit auf der anderen Seite das Kapitel Arbeitszeitverkürzung und Verteilung der Arbeit neu aufgeschlagen werden muss. Wir erlebten dann in den 90er Jahren eine eher bleiernde Zeit und neoliberale Offensive der Gegenseite,
Also auch in den 90er gab es Streik, wie den Bankenstreik und die öffentliche Dienstrunde 1992. Sie konnten aber die auch von den Mitgliedern gestellten Erwartungen nicht erfüllen und konnten den dauerhaften Mitgliederschwund bei fast allen Einzelgewerkschaften nicht bremsen. Die Gewerkschaften wurden von den Vertretern der neoliberalen Hegemonie als Blockierer und Betonköpfe diskreditiert und in die Defensive gedrängt. Die Desorientierung durch das Bündnis für Arbeit, manche erinnern sich vielleicht da gar nicht mehr dran, und andere kooperatistischen Ideen leisteten ihren Beitrag, dass man mit dem Rücken nicht so richtig von der Wand weggekommen ist. Nach einem kurzen Aufschwung durch die Vereinigung, also ich meine jetzt Ost und West, kamen dramatische Umbrüche der Beschäftigtenstrukturen, die die Gewerkschaften bis heute nicht bewältigt haben. Im Kern erfolgte ein Strukturwandel zu Lasten der traditionellen Kerne in der Massenproduktion, Stahl, Bergbau, Metall und ein Beschäftigungsaufbau in den Dienstleistungsbereichen. Erstere waren die Bataillone der Industriegewerkschaften, letztere in der Regel schlecht organisiert. Das Modell der Tarifführerschaft durch die IG Metall oder eingeschränkt durch die damalige ÖTV wurde aufgekündigt. Die Dienstleistungsgewerkschaften mussten auf einmal Tarifverträge selbst erkämpfen, wofür in vielen Bereichen bis heute die Voraussetzungen fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind. Die Umstrukturierung der Industriebetriebe in flexible, atmende Fabriken und die Zerklüftung der Dienstleistungsbetriebe erschweren bis heute gewerkschaftliche Organisierung und Gegenwehr. Mit der Agenda 2010 wurde Anfang des neuen Jahrtausends ein Generalangriff auf das Lohnniveau gestartet und die politischen Voraussetzungen geschaffen, dass die prekäre Arbeit sprunghaft in die Höhe geschossen ist. Befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Werkverträge, Mini- und Midi-Jobs, unfreiwillige Teilzeitarbeit, Scheinselbstständigkeit und so weiter sind heute völlig unabhängig von der wirtschaftlichen Konjunktur in die Betriebsstrukturen eingewebt. Circa ein Viertel der Beschäftigten arbeitet dauerhaft unter in jeder Hinsicht unsicheren Arbeitsverhältnissen. Circa ein Viertel kann häufig seine Existenz nicht sicherstellen, die Zukunft nicht planen und ein Viertel der Bevölkerung sind dauerhaft von der sozialen und kulturellen Teilhabe in der Gesellschaft ausgeschlossen oder teilweise ausgeschlossen. Tatsächlich werden auch die gewerkschaftlichen Handlungsspielräume durch die Zunahme prekärer Arbeit dramatisch eingeschränkt und die Kräfteverhältnisse zugunsten des Kapitals verschoben. Wir alle wissen, wie schwer, ja nahezu wie unmöglich es ist, befristete Beschäftigte zum Streik aufzurufen oder Leiharbeiter. Wir wissen auch, dass manche Betriebe 30-40% befristet Beschäftigte haben. Deswegen musste ja der Einzelhandelsstreik so lange geführt werden. Wir wissen auch, welche disziplinierende Wirkung damit auf die Kernbelegschaften ausgeübt wird und welch ständiger Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig wurden die 90er Jahre geprägt durch massive Angriffe auf den öffentlichen Dienst. Die politische Klasse bis hinein in die Kerne der Sozialdemokratie versuchten, den öffentlichen Sektor kaputt zu schießen. Die Privatisierung der Energieversorgung, der Post und der Telekommunikation war bereits erfolgreich abgeschlossen. Als nächstes sollten nach und nach das Gesundheitswesen, die Wasserversorgung, Müllabfuhr, die Bildung und vieles andere sturmreif geschossen werden. Gleichzeitig erfolgte ein Angriff auf die Flächentarifverträge im öffentlichen Dienst bis hin zum Austritt aus den Flächentarifverträgen ganzer Bundesländer wie Berlin, Bayern und Hessen. Verdi reagierte darauf unterschiedlich. Einerseits durch den Versuch, den Flächentarifvertrag durch Zugeständnisse zu retten, nicht besonders geglückt, weil der damalige TVÖD tatsächlich ein Absenkungstarifvertrag war und auch in den Augen vieler Mitglieder als das begriffen wurde. Andererseits reagierte Verdi aber auch durch eine bis heute anhaltende Zunahme
von Warnstreiks und Streiks im öffentlichen Sektor. Und ich würde die These aufstellen, dass Kampf gegen prekäre Arbeit und für die Regulierung der Arbeitsverhältnisse eine Schicksalsfrage für die Gewerkschaften ist, ebenso wie die Verteidigung des öffentlichen Sektors vor Privatisierung, Markt und Wettbewerb. Das sind die zentralen Kämpfe der Zukunft. Angesichts der beschriebenen Entwicklung kann es uns durchaus optimistisch stimmen, was sich in den letzten 10 Jahren an Streikbewegungen herausgebildet hat. Gerade Beschäftigungsgruppen in prekären Arbeitsverhältnissen oder an der Grenze dazu haben sich im neuen Jahrtausend besser organisiert und in einigen wichtigen Bereichen Arbeitskampffähigkeit herstellen oder ausbauen können. Exemplarisch will ich dafür nennen, die großen Streiks um den Flächentarifvertrag im Einzelhandel 2006 und 2007 und jetzt 2012 und 2013. Zahlreiche Streiks im Bewachungsgewerbe, in der Logistik, in ostdeutschen Callcentern, in der Nahrungsmittelindustrie, im Reinigungsgewerbe, in privaten Omnibusbetrieben, bei Neupark in Hamburg und aktuell bei Amazon. Nicht zu vergessen im Übrigen den Journalistenstreik 2012, wo es auch um prekäre Arbeit ging bei den jungen Neueingestellten. Diese Streikbewegungen hatten und haben zum Teil defensiven Charakter, zum Teil offensiven. Es ging häufig um Abwehrkämpfe gegen massive Angriffe auf die Tarifverträge, aber auch um die Regulierung der Arbeitsbeziehungen, wie zum Beispiel um den Abschluss eines Tarifvertrages in tariflosen Bereichen oder die Durchsetzung höherer Lohnstandards. Auch die Arbeitskämpfe im öffentlichen Dienst haben an Intensität und Häufigkeit spürbar zugenommen. Im letzten Jahrhundert fand alle 10 bis 15 Jahre im öffentlichen Dienst ein Streik statt. Ich erinnere mich noch, wenn wir über Streiks diskutiert hatten, 2001, 2003, haben die Straßenbahner gesagt, immer müssen wir euch die Kohle aus dem Feuer holen. Und dann sage ich, wann habt ihr denn das letzte Mal gestreikt? Ja, 1992. Und wann davor? Ja, 1978. Also ihr habt in den letzten 25 Jahren zweimal 4 bis 6 Tage gestreikt und sagt mir jetzt, ihr müsst immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Das war ja lächerlich, ehrlich gesagt. Das hat ausgedrückt, wie groß die Sozialpartnerschaft verankert war und wie wenig Bedeutung Streikerfahrungen für die Kolleginnen und Kollegen hatten. Und die wenige waren dann noch so, dass man die Kohlen aus dem Feuer holen musste. Zwischenzeitlich erleben wir Warnstreikwellen und Streiks nahezu im Zwei-Jahres-Rhythmus. Der heftigste und längste Streik war gegen die geplante Arbeitszeitverlängerung 2005-2006, bei dem in Baden-Württemberg 9 Wochen mit harten Bandagen gestreikt werden musste. Oder der Streik im Sozial- und Erziehungsdienst 2009, in dem insbesondere die Erzieherinnen in einem wochenlangen bundesweiten Streik eine neue Tariftabelle durchsetzten, der im Übrigen die Verluste aus dem TVÖD kompensierte. So lange hat es gedauert. Ja, so lange hat es gedauert. Zu nennen sind auch die zahlreichen Kämpfe in Krankenhäusern, die privatisiert wurden, in den baden-württembergischen Verkehrsbetrieben und der 16-wöchige Streik in den Ländern 2006 und 2007 um den Flächentarifvertrag. Diese Streiks zeichneten sich alle dadurch aus, dass neue Akteure dazugekommen sind, die früher keine waren oder nur am Rand eine Rolle gespielt haben. Ohne Zweifel sind die Streiks auch weiblicher geworden, unter Beteiligung vieler Migrantinnen und Migranten. Die Intensität der Auseinandersetzung hat zugenommen, damit auch die Dauer und Härte der Streiks. Manche Verkäuferinnen bei H&M hatten nach Beendigung des jüngsten Tarifkonfliktes 50, 60 oder gar 70 Streiktage auf dem Buckel. Ich weiß noch an viele Gespräche, wenn manchmal mein Kollege aus der IG Metall in Stuttgart so ein bisschen von oben herab gesagt hat, du da mit deinen Verkäuferinnen und Erzieherinnen, was macht ihr jetzt wieder? Und ich dann auch ein bisschen flapsig
war aber nicht als Konkurrenz gemeint, gesagt habe, na ja, also jede gewerkschaftlich organisierte Verkäuferin hat in einem Jahr Tarifbewegung mehr Streiktage auf dem Buckel als deine Daimler-Arbeiter im ganzen Leben. Also ihr dürft es nicht missverstehen. Ich will natürlich, dass die Daimler-Arbeiter mehr streiken. Und was für die Streik- und Organisationskultur der Gewerkschaften bedeutet, ist, es entstanden zahlreiche neue, auch fantasievolle Streikformen, die die Streiks in hohem Maße demokratisieren konnten. Das heißt, aktiv streiken, regelmäßige Streikversammlungen im öffentlichen Raum streiken, mit Demos, Aktionen, die Bevölkerung gewinnen, überraschend streiken, Streiks bündeln, Verbindungen verschiedener Aktionsformen wie Streik, Flashmobs, andere Aktionen, Öffentlichkeit herstellen und neue kulturelle Ausdrucksformen entwickeln. Ich habe das auf der letzten Streikkonferenz umfassend beschrieben und beschränke mich deshalb hier nur auf Stichworte. Aber völlig klar ist, in demokratisch organisierten und entschlossen konfliktorientierten Streiks werden Erfahrungen gesammelt, die die Gewerkschaftskultur insgesamt verändern können. Wenn wir Streiks wirklich demokratisch organisieren und unterschiedlich streikende Gruppen zusammenführen, erreichen wir eine Stärke, an der die Gegenseite nicht vorbeikommt. Die dabei erlernten Methoden und Streikformen, die natürlich ständig weiterentwickelt werden müssen, sind meines Erachtens überall anwendbar und erfolgreich. Deshalb lasst uns daran arbeiten, durch Vernetzung untereinander diese Erfahrungen zu verbreitern und zu verallgemeinern. Was sind die Herausforderungen und Aufgaben für die nähere Zukunft? Die Streiks der letzten 10 bis 12 Jahre deuten schon an, vor welchen Herausforderungen die Gewerkschaftsbewegung in den nächsten Jahren steht. Erstens, der Kampf gegen die Prekarisierung muss sowohl auf der betrieblichen, der tariflichen als auch der politischen Ebene stattfinden. Es geht darum, Belegschaften und Branchen mit hohem Anteil an prekär Beschäftigten zu organisieren und für konkrete Forderungen zur Regulierung in die Kämpfe zu führen. Ich habe übrigens viele Beispiele bei H&M zum Beispiel mit Kampf gegen Befristungen. Es war zum Beispiel sensationell, dass die Kollegen, als 10 befristete Verträge nicht verlängert werden sollten, alle im Verkauf T-Shirts getragen haben mit den Fotos der betroffenen Kolleginnen und Kollegen und darauf stand: Aische, wir brauchen dich, Erika, wir brauchen dich. Ihr müsst hierbleiben. Und das vor den Kunden wochenlang. Ich finde, dazu gehört Mut und sie haben im Übrigen auch Erfolg damit gehabt. Auf der tariflichen Ebene gilt im Übrigen dasselbe. Wir brauchen Regelungen zur Mindeststundenzahl, Begrenzung der Leiharbeit, Regulierung von Werkverträgen und müssen diese Fragen auf die tarifpolitische Tagesordnung stellen. Dabei ist entscheidend, dass das Problem der prekären Arbeit zum Problem aller Beschäftigten, also auch der Kernbereiche, gemacht wird. Gerade linke Gewerkschafter haben die Aufgabe zu verhindern, dass sich die Kernbelegschaften und ihre Betriebsräte nach unten abgrenzen. Vielmehr geht es darum, gemeinsame Interessen zwischen den prekär Beschäftigten und den Kernbelegschaften zu formulieren. Das erfordert im Übrigen auch, die permanente Erpressung in den Industriebranchen zurückzuweisen, die unter dem Motto stattfindet: Wir investieren nur dann an diesem Standort, wenn es Gegenleistungen gibt. Ich habe im Übrigen bei Daimler in Baden-Württemberg gelesen, völlig normal inzwischen, wenn die Investitionen in ein Werk machen, wollen sie immer Gegenleistung durch die Betriebsräte. Das scheint schon institutionalisiert zu sein. Ein Riesenproblem für die Gewerkschaften, weil was heißt denn, diese Gegenleistungen zu bringen? Das heißt in der Regel, die Fertigungstiefe zu verringern und damit die Zunahme prekärer Arbeit. Also genau der falsche Weg, weil die wollen wir ja eigentlich bekämpfen.
Zweitens, die Regulierung der Arbeitsbeziehungen ist eng verknüpft mit der Reichweite der Tarifverträge. Die Tarifbindung ist über die Jahre im Westen auf 57% und im Osten auf unter 40% gesunken. Nur noch in 23% der Betriebe gilt ein Tarifvertrag. Die Tarifverträge, zum Beispiel im Einzelhandel, waren bis 2001 allgemeinverbindlich. Die Tarifbindungsquote lag bei 91%. 2014 beträgt sie noch 37%. Die Streikenden im Einzelhandel konnten durch einen tollen Kampf ihren Tarifvertrag retten, aber er wirkt für fast 2/3 der Beschäftigten nicht mehr. Auch die Reichweite der verhältnismäßig guten Tarifverträge im Metallbereich nimmt kontinuierlich ab. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird es nicht mehr lange dauern, bis nur noch eine Minderheit der Beschäftigten unter Tarifverträge fällt. Was das für die Gewerkschaften bedeutet, brauche ich hier nicht auszuführen. Deshalb ist es ein Muss, auf allen Ebenen für die Tarifbindung zu kämpfen. Betriebliche Kämpfe, um die Tarifbindung zu führen, wie bei Zara oder anderen. Und wir müssen für die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge im politischen Raum kämpfen. Damit würde im Übrigen dem Konkurrenzkampf mit Lohndumping und prekärer Beschäftigung eine Grenze gesetzt. Eine völlige Illusion in diesem Zusammenhang ist es, die Tarifmacht der Gewerkschaften durch das Tarifeinheitsgesetz zu stärken. Das ist nur zu haben durch die Einschränkung des Streikrechts, also gerade mit dem Gegenteil dessen, was die Tarifmächtigkeit erhöht. Deshalb Hände weg vom Gesetz zur Tarifeinheit. Hände weg von der Einschränkung des Streikrechts, treten wir lieber für das Recht auf politischen Streik und für bessere Möglichkeiten bei Solidaritätsstreiks ein. Das wird dringend notwendig sein. Drittens, die Bekämpfung prekärer Arbeit geht einher mit der Arbeitszeitfrage. Wir erleben gerade zwei Entwicklungen, die nur die verschiedenen Seiten der ein und selben Medaille sind. Einerseits wächst die Beschäftigungsgruppe, die durch Midi- und Minijobs, durch unfreiwillige Arbeit, durch Arbeit auf Abruf und so weiter strukturell unterbeschäftigt ist. Andererseits wächst die Gruppe, die unter Dauerstress und Entgrenzung der Arbeit leidet, arbeiten und leben kaum noch unter einen Hut bringen kann. Hier wäre eine wirkungsmächtige Initiative für ein neues Normalarbeitsverhältnis dringend notwendig. Dieses Normalarbeitsverhältnis müsste eher um die 30 bis 35 Stunden Woche kreisen als heute um die 40 Stunden und mit einem Konzept der Zeitsouveränität verknüpft werden, das die unterschiedlichen Lebenslagen der Beschäftigten einbezieht. Die Kriterien für ein neues Normalarbeitsverhältnis wären: Die Arbeit muss so bezahlt werden, dass sie die Existenz auf dem möglichen gesellschaftlichen Niveau sichert. Dazu gehört auch eine Rente, die armutsfest und lebensstandardsichernd ist. Die Menschen müssen ihre Zukunft planen können. Gute Arbeit muss ermöglichen, dass ich meine Arbeitskraft ein Leben lang verkaufen kann, nicht nur ein paar Jahre. Und die Arbeitszeit muss so sein, dass ich Leben und Beruf vereinbaren kann und über Zeitsouveränität verfüge. Das wäre die Grundlage für eine neue zukunftsträchtige Initiative zur Umverteilung der Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung, die sowohl die Interessen derer mitnimmt, die strukturell unterbeschäftigt sind, als auch derer, die unter Dauerstress und Entgrenzung der Arbeitszeit leiden. Der Slogan ist: Umverteilen, Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst. Und wir müssen deutlich machen, der Lohnausgleich ist durch den Lohnverzicht der letzten Jahrzehnte längst bezahlt. Viertens,
Damit hätten wir auch einen strategischen Anker für die zentrale Regulierungsaufgabe der Gewerkschaften in der Beziehung von Lohn, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen. In allen drei Bereichen ist die Regulierungsmacht in den letzten Jahren eher zurückgegangen. Ein offensives Projekt, das einen attraktiven Zukunftsentwurf zum Ausgangspunkt hat, wäre sicherlich geeignet, aus dem Hamsterrad der Alltagspolitik auszubrechen und neue Kräfte freizusetzen. Fünftens, das kann ich ganz kurz ausführen, weil es Hansi schon erwähnt hat, damals als vier Länder, Portugal, Griechenland, Spanien und Italien, zusammen einen Generalstreik gegen die Austeritätspolitik gemacht haben, stand in der Schweizer Wochenzeitung WOZ ein Artikel, der hieß, das Schweigen der deutschen Gewerkschaften war ohrenbetörend. Und ich finde, Sie haben es richtig ausgedrückt. Wir müssen uns bewusst machen, zwei Dinge. Erstens, die anderen Länder werden ihre Kämpfe nicht gewinnen, wenn im wirtschaftlichen Hauptland Deutschland, das durch seine aggressive Exportstrategie die anderen Märkte niederkonkurriert, nichts passiert. Die Voraussetzung, dass wir ein soziales Europa kämpfen, ist, dass die Kämpfe in Deutschland mit stattfinden. Und wir müssen den Menschen deutlich machen, dass wenn alle Länder nur noch exportieren, auch die europäische Wirtschaft insgesamt zusammenbricht und es wie ein Bumerang zurückkommt. Und deshalb, ich weiß, wie schwer das ist und ich will da gar keinen Voluntarismus machen, internationale oder europäische Solidarität zu organisieren, ist eine ungeheure Aufgabe, aber diese ungeheure Aufgabe ist unerlässlich, wenn wir nicht dauerhaft in der Defensive verharren wollen. Und deswegen, der Begriff der internationalen europäischen Solidarität muss von uns wieder zum Leben erweckt werden. Sechstens, wir müssen die Kämpfe gegen die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und Abbau der öffentlichen Daseinsvorsorge im öffentlichen Sektor befördern und allen Menschen im Übrigen deutlich machen, dass die Lebensqualität in hohem Maße vom öffentlichen Nahverkehr, von der Bildung, vom Wohnungsbau, von bezahlbarem Wohnraum und Energie, von öffentlichen Anlagen, von der Gesundheitsversorgung, von der Pflege und von allem abhängig ist. Und wir müssen deutlich machen, dass wir diese Bereiche nicht dem Markt und Wettbewerb überantworten müssen. Diese Bereiche müssen bedarfsgerecht in öffentlicher Hand unter demokratischer Kontrolle erfolgen und nicht nach Profitorientierung und Wettbewerb. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass die Menschen, die personennahe Dienstleistungen machen, entsprechend bezahlt werden und entsprechend vergütet werden. Es kann doch nicht sein, dass die Arbeit einer Erzieherin oder einer Pflegekraft im Altersheim oder sonstigen Bereichen so deutlich weniger bezahlt wird als industrielle Arbeit. Jetzt soll nicht die... Deswegen hat, glaube ich, auch jetzt der Kampf der Erzieherinnen und der Sozialarbeiter im nächsten Frühjahr, glaube ich, ganz exemplarische Bedeutung. Hier geht es im Übrigen auch um eine Emanzipation der weiblichen Beschäftigten, weil alle diese Branchen, die geringer bezahlt sind, die sind ja im Prinzip weiblich geprägte Branchen. Und deswegen glaube ich, dass diese Kämpfe und Auseinandersetzungen wichtig und gesellschaftlich exemplarisch eine große Bedeutung haben und von uns mit aller Kraft unterstützt werden müssen. Ja, ich habe noch. Letzter Punkt. Dann noch ein allerletzter. Wir müssen begreifen, dass natürlich die Deregulierung und Prekarisierung der Arbeit politisch gewollt ist und dass die Regulierungsansätze der Großen Koalition mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns
und der abschlagsfreien Rente mit 63, die gerade mal für 2 Jahrgänge gilt, viel zu kurz greift. Und sie werden an der grundlegenden Entwicklung nichts ändern. Ein umfassender Regulierungsansatz kann nur Erfolg haben, wenn er auch in den politischen Raum geht. Hansi hat zu Recht gesagt, wir müssen das politische Mandat der Gewerkschaften wiederbeleben oder überhaupt beleben. Und wenn die wichtigen und notwendigen betrieblichen Initiativen nicht enden wollen, wie Sisyphos, der den Stein immer den Berg, wenn er ihn hochgerollt hat, er auf der anderen Seite wieder runterrollte, müssen die politischen Rahmenbedingungen nachhaltig verändert werden. Sonst fällt es immer wieder negativ zurück. Deswegen müssen zentrale Forderungen wie die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge, Mitbestimmung und Tarifbindung bei Werkverträgen, Sozialversicherungspflicht der Arbeitsverhältnisse ab der ersten Stunde, Regulierung der Leiharbeit, wobei die Linke ja sagt, Leiharbeit gehört verboten, weil wir keine Sklaverei mehr wollen. Ja. Änderung des Arbeitszeitgesetzes, Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge und der öffentlichen Infrastruktur, Umverteilung von Reichtum und Vermögen müssen im politischen Raum durchgesetzt werden. Deswegen brauchen wir eine Verbindung der betrieblichen, tariflichen mit den politischen Aktivitäten. Gewerkschaften, die nicht politisch agieren, werden ihre Standards nicht halten können. Sie werden sie nach und nach verlieren. Und lasst mich zum Schluss noch sagen, wir müssen Streiks und Streikauseinandersetzungen auch als Kampf um... Kommt ein Stück später, Entschuldigung. Kurzes Resümee zum Schluss. Erstens, wer sich nicht bewegt, spürt seine Ketten nicht und deswegen sind Streiks so wichtig, weil dort Bewegung stattfindet, neue Formen geschaffen werden, eine neue Kultur geschaffen werden und deshalb ist es beim Streiken ein Stück weit wie beim Fahrradfahren, wenn man es einmal erlernt hat und immer wieder übt, verlernt man es nicht mehr. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die oft in Streik geführt werden, auch geringere Mobilisierungsprobleme haben, als die, die alle 10 oder 15 Jahre mal in den Streik gehen. Und man muss auch in der Gewerkschaftsbewegung immer wieder deutlich machen, Rechte, und dazu gehört das Streikrecht, haben nur dann Bestand, wenn sie immer wieder angewandt werden. Zweitens, der kurze Zug durch die Geschichte zeigt uns, dass einmal erreichte Standards, Tarifverträge, soziale Rechte keinesfalls sicher sind, sondern vom Kapital immer wieder in Frage gestellt werden und das Kapital natürlich seine wirtschaftliche Macht und daraus abgeleitet auch seine politische Macht immer wieder nutzt, diese Errungenschaften zurückzudrängen. Und solange praktisch der Kapitalismus und die kapitalistische Hegemonie bestehen bleibt, wird es ein dauerhafter Prozess der Geschichte sein. Und wenn man einmal nachgibt, hat man schon verloren. Wenn man einmal den kleinen Finger gibt, dann verliert man gleich die ganze Hand. Und durch nichts wurde das deutlicher als durch die letzten 25 Jahre neoliberaler Hegemonie. Bei aller Stärke der Gewerkschaften, die hier dargelegt wurde, ist es beispiellos, in welchem Ausmaße von unten nach oben in den letzten 25 Jahren umverteilt wurde. Und es ist beispiellos, wie viele Rechte aus den sozialen Standards und wie viele demokratische Rechte hergegeben wurden. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen. Wenn wir in dieser Defensive verharren, wird es, glaube ich, nichts damit werden. Und deswegen sollten wir damit anfangen, Streiks und Auseinandersetzungen als wichtiger Teil der Kämpfe um Hegemonie zu verstehen. Für Rosa Luxemburg, die ja gestern häufiger zitiert wurde, war bedeutend, dass Tageskämpfe, die wir, wie wir gestern gesehen haben, manchmal Monate oder noch länger gehen können, dass Tageskämpfe mit gesellschaftlichen oder politischen Zielen verknüpft werden. Zum Beispiel mit Forderungen nach grundlegenden Sozialreformen. Gramsci
hatte die Einsicht, oder für ihn war die Einsicht maßgebend, dass grundlegende gesellschaftliche Veränderungen nur in einem breiten Bündnis der von der Herrschaft des Kapitals, aber auch durch Geschlechterverhältnisse oder Rassismus unterworfenen Gruppen möglich ist. Also nicht von den Gewerkschaftern alleine. Hansi hat da, glaube ich, zu Recht darauf hingewiesen. Und für mich war eines der fruchtbarsten Beispiele da übrigens der große Streik der Erzieherinnen 2009, als gleichzeitig Schülerstreiks waren für bessere Bildung. Und in Stuttgart gemeinsam gestreikt wurde, Erzieherinnen und Schüler, und 10.000 Erzieherinnen und Schüler und Schülerinnen durch die Innenstadt liefen, darunter häufig praktisch die Kinder mit ihren Eltern, also mit ihren Müttern, die einen für höhere Löhne und die anderen für eine bessere Bildung. Ich glaube, ein gutes Beispiel, wie die Interessen unterschiedlicher Gruppen auf der Straße zusammengeführt werden können. Wir könnten heute auf drei Ebenen versuchen, den Kampf um Hegemonie, also für gesellschaftliche Mehrheit und Meinungsführerschaft, zu kämpfen. Erstens, für die in Streiks aufgeworfenen Fragen, wie die Regulierung der Arbeitskraft, die ich schon genannt habe, im politischen Raum Mehrheiten zu organisieren. Das gab es im Übrigen in den letzten Jahren häufiger. Für den Mindestlohn gab es immer eine gesellschaftliche Mehrheit. Gegen die Rente mit 67 gab es eine politische Mehrheit. Gegen die Hartz-IV-Gesetze gab es eine politische Mehrheit. Aber selten wurde dafür offensiv gekämpft. Und ich glaube, die Position der Linken muss sein, Stopp mit Befristungen, Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, Regulierung der Arbeitsverhältnisse und Sozialreformen. Für diese Positionen sollten wir politische Mehrheiten stellen und diese Mehrheiten auch in der tatsächlichen Bewegung umsetzen. Zweitens, wir brauchen politische Projekte, die geeignet sind, grundlegende Gegenpositionen und Vorstellungen gegen die neoliberale Hegemonie exemplarisch aufzugreifen. Für ein neues Normalarbeitsverhältnis, für Umverteilung der Arbeit und Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge zum Beispiel. Drittens, und da bin ich ganz bei Hansi, die Verbindung dieser Fragen mit grundsätzlicher Kritik an den kapitalistischen Verwertungsverhältnissen und die Verankerung von Positionen, die transformatorische Elemente beinhalten. Kampf um öffentliches oder genossenschaftliches Eigentum, belegschaftseigene Betriebe statt Insolvenz- und Sozialpläne, Wirtschaftsdemokratie und Produktionskontrolle, Kampf gegen TTIP und andere Freihandelsabkommen. All das beinhaltet Elemente, die einen Horizont auch einer anderen Gesellschaft aufzeigen. Letzteres mag vielleicht vielen als utopisch erscheinen, aber es hätte durchaus einige Gelegenheit gegeben, das auch auf die Tagesordnung zu setzen. Wir haben damals gesagt, vielleicht wäre schlauer gewesen, bei Opel in Bochum zu fordern, dass wir daraus einen gesellschaftlichen Mobilitätsbetrieb machen, anstatt ihn jetzt so runtergehen zu lassen, der tatsächlich für ökologischen Verkehr und Nahverkehr beispielhaft wirkt. Und wir hätten vielleicht bei Schlecker früher über ein Genossenschaftsmodell nachdenken können, sodass die Frauen nicht einfach ihre Waren ausverkauft hätten und dann in die Arbeitslosigkeit gegangen wären, sondern sie hätten sie besetzt und genossenschaftlich selbst übernommen. Ich glaube, es wäre möglich gewesen. Ja. Und deshalb wird es einerseits eine wichtige Aufgabe der Linken in den Gewerkschaften sein, die konkreten Kämpfe voranzutreiben und sie zu demokratisieren und zu vernetzen, andererseits deutlich zu machen, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte ist. Die Chance der Gewerkschaftsbewegung liegt in der Bewegung der Mitglieder. Wer sich bewegt, kann immer mal wieder die Richtung ändern. Also, es kann auch in der Zukunft nach links gehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus